Jo, hallo, willkommen auf meinem Kanal zu einer zweiten Folge von Dual Universe. Wir wollen heute mal den Shuttle benutzen, der beim Markt ist. Der bringt uns nach Aliot und nach Sanctuary und wir wollen Mining Units kaufen. Wir könnten diese hier auch selbst herstellen mit dem Nanokräfter, aber die sammeln nicht so viel hier, die könnten wir selbst herstellen, aber ich möchte gleich die L kaufen, weil die um das Dreifache, ich glaube das Dreifache, sammeln die mehr in der Stunde. Die sammeln nur 30% hier, wenn mich nicht alles täuscht. Wie viel steht da noch? 98. Das heißt, er sammelt 50. Ach, dann ist es das Doppelte. Also die L sammeln das Doppelte in der Stunde. Und ja, das lohnt sich schon. Man könnte auch die S selbst erstellen, aber hier ist auch ein bisschen wenig Platz. Und dazu werde ich dann auch eine neue statische Haupteinheit bauen, oder die habe ich schon gebaut, und dann werde ich hier nebendran wahrscheinlich die Seite hier mal schauen, oder doch die Seite mal schauen, werde ich die Mining Units darauf platzieren, ja, dass die gleich ein bisschen mehr sammeln. Man braucht irgendwann, braucht man nicht, aber es ist schon besser, gleich die L zu kaufen. Und ich habe ja, wir können mal gucken, wie teuer die eigentlich sind. Dazu müssen wir an den Markt fliegen. Und zwar auf den auf Sanctuary, auf Aliot Basic mein Unitel auffassen, dass ihr nicht hier den falschen kauft. Dieser Basic hier, der sammelt alles Tier 1, also Kohle, Bauxit, Quarz und Hämatit. Der Uncommon, wo ist der? Der sammelt Tier 2 Erze. Das sind Malachit, Soda, Chromit und eins fehlt noch. Fällt mir gerade nicht ein, wie das heißt. Auf jeden Fall brauchen wir die Basic Mining Unit L. Verkaufsorder 68.000 pro. Und die gibt es auf Aliot Distrikt 06 und da werden wir jetzt hin, in dem Shuttle. Eine kostet 68.000 mal 4 sind 270.000 und ich wurde schon belohnt. Alle 23 Stunden, wenn man sich einloggt, wird man belohnt mit 450.000. Da brauchen wir eigentlich gar keine Steine sammeln und die wegbringen. Aber das machen wir trotzdem mal, aber nicht hier auf Haven, sondern das machen wir auf Aliot und auf Sanctuary. Da möchte ich euch nämlich was zeigen. So, ganz wichtig ist, dass wir das Inventar leer machen. Denn die Mining Units, ich bekomme immer nur eine Mining Unit in meinem Inventar. Das heißt, ich muss viermal mit dem Shuttle hin und her fliegen. Aber es lohnt sich. So, alles mal rüber hier. Und hier habe ich die statische Haupteinheit S. Also das können wir ja noch gleich noch schnell machen. Und zwar hier ist ein Schloss davor. Um die benutzen zu können, müssen wir das erlernen. Und das machen wir jetzt noch schnell. Tab. Talente. So, mal schauen, wie lange braucht der noch? 30 Minuten. Wir können das mal hier rausziehen oder ich suche das mal. Das müsste hier sein. Ich glaube Architekt und dann hier statische Haupteinheit. Das war XS. Ach, die musste man auch erlernen. Und um die S nutzen zu können, das ist Weltraumeinheit und statische Haupteinheit. Das müssen wir erlernen. Das mache ich mal hier Talent einreihen. Dann schiebe ich das nach oben. Dann wird das ausgetauscht. Das reiht sich jetzt hier ein, wo er gerade bei war.
Das ist erstmal wichtiger. 33 Minuten, das dauert ja nicht so lange. Für die dynamische Haupteinheit gilt das Gleiche. Aber das ist erstmal nicht so wichtig, aber das kann ich ja schon mit einreihen, dass es gleich erlernt ist. Also hier Stufe 2 für S, Stufe 3 für M, Stufe 4 für L. Also ich denke mal, bis S weiter werden wir erstmal gar nicht brauchen. Brauchen wir eigentlich gar nicht die S erstmal. Aber was man hat, hat man schon. Und hier die M. Irgendwann braucht man sie. Wir wollen uns ja steigern. Aber erstmal die S, die reicht erstmal aus. So. Dann. So, ich bin Charles leer, ne? Jo. Das ist ganz wichtig, dass das leer ist. Nicht, dass wir da am Markt sind und dann können wir die gar nicht mitnehmen, weil das Inventar voll ist. So, dann fliegen wir mal rüber zum Markt. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Spiel, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann versuche ich das, oder ich versuche das nicht, sondern ich werde das dann in die nächsten Folgen mit einbinden oder ja, mit reinnehmen, um eure Fragen zu beantworten. So, wo ist der Markt? Da. Und dann werden wir jetzt noch was anderes machen mit unserem Racer. Jetzt muss ich erstmal landen, mal kurz konzentrieren. Schub rausnehmen. Schub komplett raus. Space drücken, bremsen. Also wir sind ja jetzt unbeladen im Nano-Inventar. Da kann man mit dem Racer ruhig ein bisschen vertikal schon fast auf dem Boden. Und man kann, wenn man C drückt, geht es ja ziemlich schnell nach unten. Man kann aber auch langsamer, Alt und dann C. Dann geht es ein bisschen leichter auf dem Boden. F drücken und aussteigen. Und dann, da war eben eine rote Mitteilung. Und zwar ist das so, wenn man sein Fahrzeug hier auf Aprilia-Gebiet abstellt, bekommt er einen Timer. Da steht jetzt Unclaimed in 7 Tagen. Das bedeutet, in 7 Tagen wäre mein Racer besitzerlos. Das bedeutet, der Kern wird zerstört und dann kann jeder Spieler kann hier meinen Racer abbauen oder auch übernehmen, muss dann den Kern ersetzen. Also ich hätte jetzt 7 Tage Zeit, aber so lange bleibt er ja gar nicht hier. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir hier rechte Maustaste, zeigen auf den Racer, rechte Maustaste, Konstrukt. Und dann gehen wir hier auf Konstrukt, Compactification, draufklicken. Und jetzt haben wir unseren Racer hier im Inventar. Den nehmen wir jetzt immer mit. Falls mal irgendwas passiert, falls wir irgendwo sterben, dann haben wir immer einen Racer dabei im Inventar. Der bleibt nämlich im Inventar, wenn wir wieder erweckt werden. So, jetzt geht's zum Shuttle. Zum Shuttle Service. Wir wollen einmal nach Aliot. Wir müssen ja nach Aliot 06 und das zeige ich euch jetzt, wie ihr da hinkommt. Mit dem Shuttle. Das ist nämlich so, wir sind ja jetzt hier auf Haven 6. Ne, Haven 4. Auf Haven 4 und der Shuttle bringt uns jeweils immer zu der gleichen Zahl. Also Haven 4 bringt uns zu Aliot 4. Distrikt 4 und nach Sanctuary 4. Und das zeige ich euch jetzt, wenn wir auf Aliot angekommen sind, wie wir da auf Distrikt 6 kommen. Da müssen wir nämlich hin. So, das ist der Shuttle nach Aliot. Hier ist der Knopf. Und hier ist der Knopf, wenn wir nach Sanctuary wollen. Gerade zu Anfang ist das echt eine supi Sache mit den Shuttles. Solange man noch nicht kein Schiff hat, das in den Space fliegen kann. Ich kann es verstehen, jeder ging mir ja genauso. Ich wollte unbedingt so schnell wie möglich in den Space
Aber es geht halt nicht. Wir haben ja noch zu wenig Geld. Also draufhalten, F drücken nach AJ und los geht die Reise. Dauert jetzt ein bisschen, bis es auch geladen ist. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr nicht weiter wisst im Spiel selbst, dann könnt ihr das gerne fragen. Dann binde ich das in die nächsten Folgen mit ein. Ich werde es auch so machen, dass ich zwischendurch nichts anderes mache. Also eine Folge reiht sich der anderen ein, also der vorigen. Das Einzige, was ich vielleicht unterwegs oder zwischendurch machen werde, ist vielleicht mal ein paar Erze sammeln. Aber wir haben ja die Money-Units und die sammeln nachher so viel. Braucht man eigentlich gar nicht große Steine sammeln. Man muss halt ein bisschen warten, aber naja, mit Steine sammeln geht es ein bisschen schneller. Wenn das einen nicht zu langweilig ist oder zu nervig, dann geht das schon. Einfach zwischendurch beim Sammeln am besten ein bisschen Musik anmachen oder irgendwie so, dann geht das schon, oder den Film gucken. So, die Performance ist hier ein bisschen, na, man merkt schon, ganz schön schlecht. Ja, auf AJ ist ja auch ein bisschen mehr los. Wir können ja mal gucken, wo wir jetzt hier alle sind. Auf jeden Fall auf AJ, steht da schon. Dann klicken wir hier einmal. Center und Position, das ist jetzt hier leider noch auf Englisch. Ticken wir einmal drauf, brauchen wir gar nicht. Normalerweise würde hier jetzt alles voll mit Märkten angezeigt, also hier so im Ring, hier in die Mitte. In der Mitte, ich glaube, das müsste da sein, ist die Arche. Die können wir auch noch mal besuchen, aber nicht heute. Und da sind wir jetzt. So, wir müssen aber, wir sind jetzt tatsächlich 04. Das können wir sehen, wenn wir hier so irgendwo hinhalten. Dann steht das da. Distrikt 4 Moon Shuttles. Achso, Moon Shuttles. Dann müssen wir hier noch rausgehen und dann steht da Distrikt 04. Mal schauen. Immer noch Moon Shuttles. So, wir können nämlich, es gibt, ich weiß gar nicht genau, wie viele Distrikte es gibt. Ich glaube, es gibt 10. Oder sogar mehr, ich weiß gar nicht genau. Und man kann von einem Distrikt hier auf, also innerhalb, wenn man auf AJ ist, kann man von einem Distrikt zum anderen reisen. Und das kann man hier machen. Also merken, wenn ihr aus dem Shuttle rauskommt, dann gleich hier zur rechten Seite. Ihr seht, ich glaube, es gibt 10 und wir müssen auf die 6. Da gehen wir jetzt hin. Brauchen uns gar nicht aufstellen, klicken oder zeigen hier mit der Maus so hin. F drücken und auf geht die Reise zu Distrikt 6. Weil das ist schon eine super Sache, vor allem am Anfang, wenn man Anfänger ist und kein eigenes Schiff hat, dass es in den Space schafft, das ist schon eine super Sache. Hier mit den Shuttles auch innerhalb der Distrikte, dass man diese Teleporter hat, das ist schon so wie. Bloß wenn man es nicht weiß, ich wusste es zum Beispiel nicht am Anfang, hätte mir viel Herumgefliege erspart. So, jetzt kommen wir hier in so einen komischen dunklen Raum. Naja, dunkel nicht, aber ein bisschen irritierend, weil man das doch irgendwie anders erwartet. Dann geht man hier. Das ist hier so ein Aufzug, da stellt man sich drauf. Space drücken. Und dann kommt man hier, das sieht jetzt genauso aus wie auf, wo wir eben gerade waren. Hier sind auch wieder die Teleporter. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir jetzt. Achso, jetzt machen wir. Ne, das können wir ja jetzt gar nicht. Das machen wir später. Später gehen wir noch zu diesem Gebäude hin da. Jetzt gehen wir erstmal zum Markt, da gehen wir hier in die Ecke. Hier. Von den Shuttles hier an der Ecke sind auch nochmal Teleporter. Und da geht es jetzt zum Markt. Teleporter hier, wo ich jetzt bin, ist hier ist jetzt kein Markt, sondern ja, wie soll man das nennen? Ja, da ist, das kann ich, das zeige ich euch noch her. Das Gebäude da zeige ich euch noch her. Auf jeden Fall ist das hier nicht der Markt.
Ich kann euch ja mal zeigen, wo wir jetzt sind. Ja, jetzt sieht man's. Wir sind jetzt da. Das ist das Gebäude. Und wir müssen dahin. Und dieser Teleporter, der bringt uns jetzt gleich dahin. Und jetzt sieht man das hier auch schön. Hier ist das Archenschiff. Ein bisschen kleiner machen. Und hier sind die ganzen Märkte. Das müssten 10 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich glaube, da habe ich angefangen. 1, 2, 5, 10 Stück. Also ist das dieses Gebiet hier. Das ist alles Alphilia hier. Dieses Lisane. Und das ganz Besondere ist, auf diesen Alphilia-Gebieten können wir überall Steine sammeln. Und auf Aliot gibt es noch eine ganz Besonderheit. Und zwar auf unbesetzten Gebieten, die noch frei sind, die sind so hell hier, da können wir auch Steine sammeln. Das machen wir aber hier, obwohl können wir ja, auf Alphilia können wir ja kurz mal rausgehen, ein paar Steine sammeln, brauchen wir eigentlich nicht, aber dass ich euch das mal gezeigt habe. So, wir wollen jetzt zum Markt, F drücken. Und das gleiche gilt auch für Sanctuary, da können wir auch Aphelia-Gebiet, also auf den Märkten von Aphelia können wir Steine sammeln, aber leider da nicht auf den Gebieten, die unbesetzt sind, sondern nur auf Aphelia-Gebieten. Und auf Aliot können wir auf allen unbesetzten Gebieten und auf Aphelia-Gebiet können wir Steine sammeln und die zum Markt bringen. Oh, jetzt sind wir hier direkt am Markt teleportiert. Hier ist der Teleporter. So, dann gehen wir jetzt hier an so ein Terminal. Drücken F. Und dann haben wir das gleiche Fenster wie vorhin, wo wir geguckt haben, wie teuer die Mining-Units sind. Dann gehen wir hier ein. Mining. Also man braucht nur nicht das ganze Wort, sondern ich glaube, mindestens 4 Buchstaben muss man. Und dann sucht er hier eine Liste raus, welche Sachen auf das Schlagwort zutreffen. So, Basic Mining Unit S, L, Basic Mining Unit L, anklicken. So, wir können ruhig hier draufklicken. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch oder da. Wir klicken hier drauf, er nimmt immer automatisch das günstigste Angebot, das in diesem Markt verfügbar ist. Also wir können jetzt nur an diesem Markt kaufen. Hier gibt es auch noch andere Angebote, Aliot 12, Hewe 01. Da wir hätten auch da kaufen können, aber hier ist ja günstiger. Ja, bisschen günstiger so schon. 7000, glaube ich, war das jetzt. Klicken hier mal drauf. Wir kaufen erstmal, oder ich kaufe mal gleich 2. Ich könnte jetzt auch gleich 4 kaufen, aber ich will mal gucken, vielleicht bekommen wir auch gleich 2 Stück mit. Und es wäre nicht schlimm, wenn wir nur eine mitbekommen, die andere bleibt im Marktdepot sozusagen. So, dann klicken wir auf OK. Dann haben wir 2 Stück gekauft. Die sind jetzt hier, dann müssen wir auf Marktdepot. Dann haben wir hier 2 Stück. Und dann mal schauen, ob wir beide mitnehmen können. Ich glaube. Oh, hat geklappt. 2 Stück auf einmal. Das ist ja supi. Allerdings haben wir jetzt keinen Platz mehr für das, was ich euch zeigen wollte. Aber kein Problem. Die bringen wir mal schnell nach Hause. Achso, dann müssen wir ja hier. Ja, man kann hier noch ein bisschen rumlaufen und sich die schönen Schiffe angucken. Das sind schon beeindruckende Schiffe, die hier so teilweise rumstehen. Aber das kann ja jeder selbst machen, sich die Schiffe ankaufen. Da gibt es manchmal schon lustige Sachen zu sehen. Ich weiß nicht, was das da sein soll. Versuche das mal zu lesen. Bier, da steht Bier dran. Bier. Vibe. Wie? Wiff? Naja.
Das mit Bier habe ich heute gelesen. Dann gibt es hier noch was ganz Lustiges zu sehen. Mal gucken, ob man das von hier aus sieht. Und zwar das da. Wer kann das erkennen? Was soll das sein? Tja, worauf die Spieler manchmal so kommen. Ne? Das ist schon richtig gut gewachsen. Am besten, wir steigen mal aus. Wir gehen mal runter und dann gucken wir uns das mal an. Wir können ja auf beiden Seiten ist hier so ein Fahrstuhl, dass wir hier aus dem Markt rauskommen. Hier müssen wir nachher wieder hin, wenn wir zurück zu dem anderen Gebäude wollen. Von da aus, also zum Shuttle, da wo der Shuttle ist. Ich glaube, hier ist jetzt gar kein Shuttle. So, C gedrückt halten, dann kommt man raus. Jetzt muss man mal gucken, wo das war. Da, genau. Ja, hier ist schon manchmal beeindruckend zu sehen. Tja, weiß nicht, ob das See keine Düsen und nix, soll wohl kein Schiff sein, einfach nur so. Tja, okay, na gut. Hier gab es schon andere lustige Sachen zu sehen. Wie man sieht, hier sind auch ganz normale kleine Fahrzeuge. Ich glaube, das hier gibt es sogar zu kaufen im Ship Store. Und dann andere größere Schiffe. Mal gucken, ich fahre vorhin schon mal am Markt. Mal gucken, ob das Senkrechte noch hier ist. Ich glaube, das ist noch da. Ja, genau. Das ist ein sogenanntes PvP-Schiff. Das sieht man daran, dass das hier so ein Schild hat. Ja, und ich weiß nicht, wie der hier genug gelandet ist. Defekt, kaputt scheint hier nichts zu sein. Und dieses weiße Teil hier, das ist ein großer Tank. Ein Raketentank. Aber ich weiß nicht, wie der hier oder nun so gelandet ist, senkrecht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber ich sehe irgendwie keine Atmungstriebwerke. Mir ein Rätsel, wie der hier gelandet ist. Also mit einem Raketentriebwerk wird schwierig, glaube ich. Na gut, gehen wir wieder hoch. Das kann sich ja auch jeder selber anschauen. Da brauche ich jetzt hier keinen Rundgang machen. Ja, ich glaube, auf den Distrikten hier, also zumindest auf diesem Marktplatz hier auf Aliot, sind keine Shuttles. Da müssen wir einmal wieder zurück. Immer, wenn man hier den Fahrstuhl hochkommt, ich glaube, auf dieser, nee, hier, auf der Seite hier, Distrikt 6. Also ist einmal Distrikt 6 und einmal Distrikt 06. Und 06 sind die Märkte. 01 bis 10. Und die anderen heißen Distrikt 6 bis 10. Keine Ahnung. 1 bis 10. Aber weiß ich auch nicht so genau. Auf jeden Fall müssen wir zurück. Und ich glaube, das hat man vielleicht auch gesehen, da sind auch mehrere Plattformen. Also das ist ziemlich groß. Weil da ja auch viele Raumschiffe rumstehen. Das ist ziemlich groß. Ja. So, dann bringen wir mal schnell die Mining zurück. Und dann machen wir noch was anderes. So, erstmal so, mal gucken. Hier ist wieder der Shuttle. Ach so, jetzt müssen wir ja wieder zurück auf die 4. Aliot 04. Das ist ein Problem, wenn wir jetzt hier schon zurückfliegen nach Haven, dann sind wir auf Haven 06. Und von Haven 06 gibt es diesen Teleporter hier nicht. Also müssen wir erst auf die 4. Auf die 4 innerhalb Aliots. Das andere machen wir nachher mit den Steinen. Wir bringen erstmal die zwei Mining Units nach Haven. Die stellen wir jetzt allerdings noch nicht auf. Das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt machen wir noch was anderes. Aber erstmal zurückbringen. Die Mining Units. Ja, die Ladezeiten.
Ja, manchmal dauert es doch ein bisschen länger. So, da sind wir wieder in diesem Raum. Gehen hier zum Fahrstuhl. Hätte man vielleicht auch ein bisschen anders machen können, ein bisschen umständlich. So, und jetzt hier zum Shuttle. So, nach Haven. Haven ist, glaube ich, immer rechts. Auf Santa Ari weiß ich gar nicht. Ich glaube, Haven ist immer rechts. Auf Santa Ari, glaube ich, ist Haven auch immer rechts. Aber weiß nicht genau. Aber das werden wir ja sehen. F. Und nochmal warten. Aber es ist schon eine gute Sache, ne? Jetzt. Na? Jetzt mag er gar nicht mehr. Das war doch zu viel. Keine Videos erkennt? Ich glaube, mein PC ist abgestürzt. Ah, jetzt geht's weiter. Hatte ich auch noch nicht, dass das so lange dunkel blieb. Wie gesagt, das ist, ich wollte sagen, nee, das ist hier eine Beta noch, also das passiert schon manchmal, dass es abstürzt, auch wenn das Flug ist, aber dafür gibt es auch Notfallmechaniken, die werde ich euch dann auch zeigen. Wenn man mit seinem Schiff, wenn man unterwegs ist, gerade in der Atmosphäre und dann stürzt der PC ab, das ist natürlich ärgerlich. Aber auch da gibt es Sicherheitsmaßnahmen. Die muss man aber selbst einbauen. Im Racer gibt es die nicht. Die könnte man nachrüsten. Aber der Racer ist so leicht. Da passiert an sich nichts. Wenn man hier, ich habe das schon mal ausprobiert, wenn man selbst aus dem Weltall auf Aliot oder auf Haven abstürzt, ohne Schiff, also nur als Avatar, als Charakter, dann passiert gar nichts. Also mir ist nichts passiert. So, ich lasse den Räder mal eingepackt. Ich werde da mal schnell hindüsen. Jetzt muss ich mal gucken, damit ich hier besser sehen kann, wo mein Gebiet ist. Ich werde da mal schnell so hindüsen. Geht schneller. Da in die Richtung. Jetzt sind wir auf ziemlich hoher Höhe schon nach unten gefallen und also mir ist noch nie was passiert. Und ich habe es mal ausprobiert. Im Weltall ausgestiegen und auf Aliot abgestürzt, runtergefallen, nichts passiert. Also da stirbt man nicht. Das ist schon ganz gut. Meine Erfahrung ist auch, man stirbt eher, wenn man im Pilotensitz. Wenn man im Pilotensitz sitzt und abstürzt und der Pilotensitz, wenn der kaputt geht, dann stirbt man. Wenn man außerhalb vom Pilotensitz ist, vom Pilotensitz, dann stirbt man auch gar nicht. Aber wir haben ja eh unseren Wiedererweckungspunkt hier. So, da ist unser Häuschen hier aktiviert. Also wenn wir sterben sollten, werden wir hier wieder erweckt. So, jetzt muss ich mal gucken. Hoffentlich kriegen wir die jetzt da auch rein. Sonst stellen wir die mal eben auf. Wir stellen die mal eben auf. Wir aktivieren die nicht. Wir stellen die nur schnell auf. Weil ich glaube, die passen nicht in den. So, die sind ein bisschen größer. Ich glaube, hatte ich mir das nicht aufgeschrieben. Ich muss mal gucken. Ich glaube. Ach doch. Können wir doch schon. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob wir hierfür auch. Skills brauchen, war ich mir jetzt nicht so sicher. Hier schreibt er schon was. Link Tool to Link. Achso, muss mit dem Container verbunden werden, ist klar. Und eins ist noch ganz wichtig. Hier unter kommt ja der Strahl raus. Und hier müsste eigentlich frei sein, aber wir wollen die hier nicht stehen lassen. Das ist nur, die würden wahrscheinlich jetzt in die Behälter gar nicht reinpassen. Deswegen habe ich die immer schnell hier aufgestellt. So, jetzt ziehen wir nochmal zurück. Jetzt besorgen wir uns nämlich einen zweiten Racer. Dann haben wir nämlich einen einbehalten im Inventar.
und mit den anderen fliegen wir hin und her. Wenn dann irgendwie was passiert, haben wir immer einen Räter dabei, nämlich dem im Inventar, wenn wir sterben sollten. Denn, ja, es ist nicht so schwierig. Gut, wir werden jetzt sowieso hier wieder erweckt, aber ich bin es so gewohnt, das macht sich ganz gut. Ja. Vor allen Dingen, wenn wir zum Beispiel irgendwo abstürzen mit unserem Raumschiff und das ist so stark beschädigt, das kann auch passieren, das ist so stark beschädigt, dass wir nicht mehr damit fliegen können, dann kann es passieren, dass wir Ausschuss, also dass wir das Schiff reparieren müssen. Und dann müssen wir irgendwo hinkommen, wo wir Ausschuss herbekommen. Ausschuss, das ist Ausschuss, um die Schiffe zu reparieren. So, dann mal hoch hier. So, und jetzt holen wir aber nicht die Mining Munis, die hole ich später, hole ich die zwei nach, das zeige ich jetzt nicht mehr. Noch einmal zum Shuttle. Jetzt brauchen wir auch nicht zum Distrikt 06, denn direkt das werden wir zum Distrikt 04. Und jetzt, das ist nämlich ganz wichtig und eine unglaubliche große Hilfe in diesem Spiel. Aber lasst euch überraschen. So, nochmal nach AJ. Ach übrigens, auf Haven kann man auch nur auf Aphelia-Gebiet Steine sammeln. Auf anderen Gebieten nicht. Außer natürlich auf seinem eigenen Gebiet kann man Steine sammeln, das ist klar. Aber auch auf Haven, auch wo frei ist das Gebiet, kann man keine Steine sammeln, leider. Das kann man nur auf AJ. So. Ja, so lange geht das Video noch nicht. 32 Minuten, das geht ja noch. Ich werde versuchen, das immer so unter eine Stunde, dass eine Folge nicht länger als eine Stunde geht. So, da sind wir wieder auf Alingot. Welcome. Oh, ja, manchmal blitzt das hier so komisch eigenartig. Weiß auch nicht, was das ist. Ob dann irgendwo gerade jemand abgestürzt ist mit seinem Flugzeug, mit seinem Raumschiff. Keine Ahnung. So, wir können uns ja hier mal noch ein bisschen umschauen. Also nur mal so nach links und nach rechts gucken. Was ist hier? Muss ich selbst mal schauen? Ich weiß gar nicht so genau, was jetzt hier ist. Institut. Ja, da kann man Tutorials. Ist hier ein Teleporter. Da kann man Tutorials durchspielen. Also Crafting und Industrie und Piloting. Das zeige ich euch vielleicht später mal. Das kann eigentlich auch jeder selbst. Das ist eben nur, das ist auch nur ein Video, damit ihr die Basics wisst, damit ihr seht, was möglich ist in Dual Universe. Ich mach mal hier das mal raus hier. Und was ist das? Ach, hier war früher der Shuttle-Eingang. Da musste man hier durchgehen. Und es gab ja früher, bevor das große Update kam, jetzt vor 2 Wochen, einer Woche, konnte man hier rausgehen und dann war hier der Shuttle Service nach Sanctuary. Ist ja jetzt woanders. Finde ich auch gut gemacht, sieht gut aus. Ist hier wie eine Wartehalle gemacht. Ist auch ganz nett, kann man sich auch hinsetzen hier. Einfach auf die Bank halten und den F drücken, aber wollen wir jetzt nicht. So, hier sind Tore vor, hier ist gar nichts. Oder? Nee, ach, da sind Tore. Was ist hier? Was ist das denn? Mal schauen. Ach, auch Tutorial Stations, okay. Und da sind, ja, jetzt schon wieder.
Da sind, wie heißen die noch? Surrogates. Surrogates, damit kann man sich woanders hin teleportieren, und das ist dann aber eine, wie eine Stellvertretersitzung. Das bedeutet, von einem selbst wird im Spiel ein Roboter erstellt, der aber ungeskillt ist und Einschränkungen hat. Der kann keine Fabriken, also keine Industrie bedienen. Da sieht man das eigene Schiff. Und das macht so einen Strahl. Ich weiß nicht, wozu der ist. Ob der das. Ich glaube, das war das Terraforming. Das sieht man, wenn man das Einsteigervideo. Dann sieht man das so. Und wir wollen zu diesem Gebäude hin. Da gibt es was ganz Schönes. Und in diesem Gebäude werdet ihr. Oder wird man wiedererweckt, wenn man kein Wiedererweckungspunkt aktiviert hat. Wir haben den ja in der letzten Folge aktiviert. In unserem Häuschen. Zeige ich mal, das ist hier hinten. Hier würdet ihr wiedererweckt werden. Egal wo ihr seid im Space. Solange ihr keinen Wiedererweckungspunkt. Ich muss mal gucken, kann ich den jetzt auch aktivieren oder so? Ja, also hier wird man wieder erweckt, wenn man stirbt. So, und uns geht es aber um diese Sache hier. Hier ist nämlich, das ist noch der alte Racer. Der sieht ein bisschen anders aus. Also von der Farbe her meine ich. Ist im Prinzip der gleiche. Und dann gibt es hier noch den Speeder. Der ist ein bisschen anders aufgebaut. Hat die Schwebetriebwerke zur Seite. Aber ich finde den Racer, finde ich besser. So, dann gehen wir jetzt hier. Das ist ein Verteiler. Da gehen wir so ran. Dann haben wir ein weißes Viereck. Drücken F. Dann kommt hier so eine Mitteilung. Und wir haben jetzt ins Inventar, haben wir jetzt alle Bauteile bekommen, um entweder den Racer bauen zu können oder den Spacer. Und was noch wichtiger ist, wir haben einen Wiedererweckungspunkt dazu bekommen. Und das ist hier ganz interessant, das ist Natriumausschuss. 100 Liter oder was das ist, 100 Einheiten, das braucht man, um seine Schiffe zu reparieren. Und das bekommt man jeden Tag einmal umsonst, wenn man hier hinfliegt und sich das hier abholt. So, wir wollen ja noch einen Racer bauen. Da gehen wir mal hier rüber. Da müssen wir uns noch einen Blueprint besorgen. Und dann haben wir jetzt auch einen Blueprint. Dann können wir uns diesen Racer zusammenbauen. Da bauen wir dann genauso wie beim anderen. Jetzt haben wir nämlich zwei Schwebetriebwerke bekommen. Da. Zwei Stück, genau. Aber die Flügel, die müssen wir uns noch selber bauen. So, das ist schon eine tolle Sache. Jeden Tag hier hinfliegen und hier die Schiffbauteile für Racer oder für den da, für den Speeder. Ihr könnt auch hier für den Speeder einmal den Blueprint, wenn ihr auch einen Speeder haben wollt, dann könnt ihr euch hier auch den Blueprint holen. Könnte ich jetzt auch, glaube ich. Ja. Wenn man das mehrmals am Tag versucht, dann gibt es eine Fehlermeldung, genau. Aber das kann man einmal täglich, kann man das machen. Und gut ist das vor allen Dingen, man bekommt Schiffsbauteile umsonst und man bekommt Ausschuss umsonst und einen Wiedererweckungspunkt umsonst und man bekommt ja, Ausschuss umsonst. Das ist vor allem das Beste an allem. Und Natrium, das ist doch ein bisschen das Bessere schon. Wir könnten uns auch selbst Ausschuss herstellen, aber das dauert dann doch ganz schön lange beim Racer, nicht so, die Sachen zu reparieren. Und mit Natrium geht es ein bisschen schneller. Und vor allen Dingen ist es umsonst. So. Da werde ich euch mal zeigen. Dann gehen wir mal hier runter.
Ich habe mal das Sammelwerkzeug mal ausgewählt und dann werden wir mal ein paar Steine sammeln. Man sieht schon, hier sind die Steine ein paar mehr. Hier gibt es alle T1, also Kohle. Hier, das ist Quarz. Blau kann man sich, glaube ich, am besten merken, weil das zu Quarz passt als Farbe. Hämatit. Da ist nochmal Kohle. Da kann man nämlich hier sammeln und direkt am Markt verkaufen. Dann braucht man das nicht auf seinem Gebiet sammeln, sondern kann man das hier sammeln. Und das ist doch schon viel besser. Und das gleiche kann man auch auf Sanctuary. So, und jetzt gehen wir nochmal nach Sanctuary. Also hier gibt es die vier T1 Erze, Kohle, Bauxit, Hämatit und Quarz. Und es gibt zwei T1 hier Kalkstein. Die gibt's auf Häfen auch, ja genau. Musste ich jetzt erstmal überlegen. Und das grüne ist hier Malachit. Diese beiden Sachen braucht man zum Beispiel für Kerbon. Das ist der Raumschiff-Treibstoff. So, jetzt gehen wir mal nach Sanctuary. Wir sind ja jetzt hier auf ADJ04. Und wenn wir jetzt nach Sanctuary mit dem Shuttle fliegen, kommen wir auch nach Sanctuary 04. Also eigentlich ganz einfach zu merken. Also schon durchdacht die Sache. Gerade als Anfänger ist es eigentlich einfach gemacht. So, machen wir mal wieder weg. Dann einmal nach Sanctuary. Dann müssen wir jetzt hier rüber. Meine Meinung ist ja, Sanctuary, es wäre als Einsteiger Mond, das ist ja Mond, Haven ist ja ein Mond, ist Sanctuary eigentlich viel besser. Verstehe nicht, warum die jetzt Haven noch dazugenommen haben. Aber was wird aus Sanctuary? Sanctuary ist jetzt kein Startermond mehr. Verstehe ich irgendwie nicht. Haven ist zwar nicht schlecht, aber Sanctuary ist besser. Ich finde Sanctuary besser, weil es da gibt es nämlich alle vier Tier 2 Erze als Steine. Und da gibt es auch viel mehr Steine. Es lohnt sich eigentlich viel mehr auf Sanctuary zusammen und da die Sachen, naja, zu sammeln, ja. Also auf Sanctuary sind die Steine ein bisschen dichter, ein bisschen mehr liegen da rum auf Aphelia-Gebiet. Aber man sollte die Steine ohnehin dahin bringen, wo sie am meisten bringen, also wo man am meisten Geld dafür bekommt. So, müssen wir mal schauen. Hier ist schon mal ziemlich leer, aber ich bin mit meinem, ich habe einen zweiten Account, einen älteren Account. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir hin müssen. Da ist nämlich noch ein zweites Aphelia-Gebiet. Und da war ich schon mal gucken, da sind noch ein paar Steine. Und da kann man gut sammeln. Da düsen wir mal hin. Da war schon ein Malarit. Und hier sieht man schon, da kommen die Steine. Und jetzt muss ich mal gucken. Ja. Und hier, jetzt muss ich mal gucken, hier ist zum Beispiel schon einer. Das ist Soda. Soda, auch genannt Natron, was mit dem was da steht. Natron. Verstehe nicht manchmal. Hier ist Chromit. Das sieht fast so ähnlich aus wie Malachit, bloß die Struktur von dem Grün ist ein bisschen anders. Und hier sind die Steine auch ein bisschen dichter. Hämatit. Also hier gibt es nicht so eine freien Flecken wie auf Haven. Hier sind die Steine doch wesentlich dichter, noch dichter als auf Aliot. Und da kann man doch gut sammeln. Also mich hat es nie gestört. Ich habe so mein erstes Geld gemacht, viel Geld gemacht, bin immer auf AJ und habe da die Steine gesammelt. Leider wusste ich da noch nicht, dass man auf freien Bieten konnte man früher auf AJ auch
futtern und die Erze da aus dem Boden holen. Und das wusste ich nicht. Und dann bin ich auf einmal auf Aphelia-Gebiet und habe Steine gesammelt, Malachit. Da hat man für einen Malachit, für einen Liter, noch 500 Quantas bekommen. Das war dann immer natürlich, das hat dann ordentlich geklingelt in der Kasse. Jo, das wollte ich euch noch zeigen. Also es ist wesentlich besser, hier zu sammeln und das dann zu dem Markt zu bringen, wo man für die Steine, für die Erze am meisten bekommt. Da gehen wir ja auch einfach in das Marktmenü. Jetzt haben wir Malachit zum Beispiel gesammelt, geben Malachit ein, brauchen wir nicht komplett eingeben, sondern nur die ersten paar Buchstaben. Und dann müssen wir hier Kauforder. Wir könnten ja zum Beispiel, also 13, da kommen wir mit den Teleportern leider nicht hin. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Da müssen wir dann den Rätsel auspacken und da manuell hinfliegen. Aber hier kommen wir hin. Ja, das wäre 50, ja 0,5 Quantas weniger pro Liter. Ja. Weiß nur nicht, wie weit das weg ist. Wir sind ja auf Santuari. Hier ist die Entfernung. 8 SU. Er scheint voneinander ein bisschen weit weg zu sein. Und auf Aliot fliegen ist auch nicht so einfach. Oder wir geben mal Soda ein. Ist schon ein bisschen teurer, 31, also 17 und auf 06, 30, unter 50. Was war das andere? Kalkstein. Das ist Aegis, das ist die Raumschiffstation, die ist der Space Market. Sanctuary will jemand kaufen, 29, Space Market, Aliot 17. Und eins haben wir noch vergessen. Welches haben wir vergessen? Malachit hatten wir, Natron oder Kalkstein-Chromit. Also für diese Tier 2 Erze gibt es da ein bisschen. Hier findet er zwei Treffer, reines Chromit und Chromit selbst. Das Erz, das ist das Veredelte. Und wie viel gibt es hier? 28 auf Tardis. Na, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir auch nicht hin. Ich weiß gar nicht. Ne, auf Aegis kommen wir nicht hin. Ne. Aliot 17. Jo. Also für Kohle, für die Tier 1-Sätze gibt es sogenannte Bots. Die kaufen immer für 25, meist für 25 kaufen die. Die Worte erkennt man hier, das sind die Worte hier, die ganze hier für 200 Millionen. Das sind die Worte. Aber wenn man am Markt ist, wird man so und so immer für den höchsten Preis verkaufen, automatisch. Also auf Sanctuary ist jemand, der möchte 30, 30 für Kohle. Das ist aber schon ganz gut. Da könnte man. Da müsste man von Aliot auf Distrikt 07 und von da aus dann nach Sanctuary und dann die Kohle für 30 verkaufen. Könnte man machen. Man kann natürlich auch, solange man, also da Kohle ja doch 30, das ist Bauxit, muss jetzt aber erstmal belegen. Bauxit und so, das sieht ein bisschen, fast ein bisschen ähnlich aus. Da ist Soda, Natron. Also diese Tier 2 Erze braucht man. Es gibt ja vier Kergon Treibstoffe. Und je nachdem von was man am meisten hat, kann man dann Kergon herstellen. Gucken, ist das hier auch noch ein Fehlergebiet? Ja. Wir können ja mal spaßeshalber mal auf ein rotes Gebiet. Hier nebenan ist ja auch rot. Ich glaube, das hier ist noch Aphelia. Dann gehen wir mal auf das rote Gebiet. Da liegen schön viele Steine. Aber seht ihr das? Wie voll das hier ist? Und vor allem,
Nachts, wenn alles dunkel ist, dann sieht man die Steine noch besser. Aber die können wir leider nicht aufsammeln. Tja, nur auf Aphelia-Gebiet. Also wieder rüber. Aber hier sind ja genauso viele Steine. Hier gibt es natürlich viele andere Spieler, die hier sammeln wollen. Wir gehen mal ein bisschen weiter hier. Auf Aphelia-Gebiet hier. Die hat hier zwei Gebiete. Da sehen wir, nee, das ist Aliot. Aber sieht man, hier sind genauso viele Steine. Also hier kann man gut sammeln. Man kommt ja auf Sanctuary, man kommt ja überall, Aliot, das trägt ja überall hin. Das muss ich überlegen, nee, ich glaube überall auch nicht. Aber es gibt ja auch Sanctuary-Märkte, wo kein Shuttle ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es gibt, weiß ich gar nicht, nee, weiß nicht. Ob man wirklich überall kommt auf Santari, ob überall ein Shuttle ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Na gut, das sollte erstmal gewesen sein. Jetzt sind es auch schon 51 Minuten. So. Ja, ich glaube, dann habe ich. Ich guck mal auf meinen Zettel. Ich habe hier ein bisschen Zettel gemacht. Jo, ich glaube, ja. Also ich werde jetzt noch zwei Mining Units besorgen. Wir haben ja hier. Achso, das machen wir noch. Hier, wir haben ja hier das Schiff für den Racer, das machen wir noch. Wir fliegen mal schnell zurück. Das machen wir noch. Und dann sollte das auch schon gewesen sein für diese Folge. Wir haben ja den zweiten Racer, der sieht ein bisschen anders aus. Aber leider, ich habe schon mal vorgeschaut, leider. Ja, hier, das ist auch komisch. Auf Sanctuary kann man durch die Steine durchlaufen, durch die größeren Steine, die keine Sammelsteine sind. Nee, das ist ein Busch. Naja, ihr habt ja eben gesehen. Und wenn ihr hier auf dem Boden seid, hier sind auch überall so eine Rampen. Die sind überall auf jeder Plattform, auch auf Aliot. Da ist der Shuttle. So, jetzt ziehen wir zurück nach Aliot. Ja, durch die Steine kann man nur in der, auf Sanctuary, hoppala, auf Sanctuary durchlaufen. Das geht auf Haven, weiß ich gar nicht, aber auf Aliot geht es nicht. So, einmal bitte nach Haven. Da fällt mir ein. Jetzt haben wir ja vorhin gemacht. Muss ich mal schauen. Also beim nächsten Mal, die nächste Folge, werden wir den statischen S-Kern setzen. Da eine Plattform voxeln. Und da machen wir dann die Mining Units drauf. Und Behälter S. Beziehungsweise Behälter XS, je nachdem, welche Behälter wir schon haben. Man kann ja auch hier einfach so brauche ich den Racer jetzt nicht extra auspacken. Ist ja gleich nebenan, geht ja fix. Mal ein bisschen rumlaufen ist ja auch mal schön. Weiß nicht, das sieht hier aus wie Wasser, aber das ist irgendwie nicht animiert wie Wasser. Auf Aliot ist das ja richtig mit Wellen animiert. Das sieht aus wie Wasser. Als wenn hier Wasser ist und hier das Wasser aufhört. Und ich weiß gar nicht, mal gucken, ob ich mal einen Stein finde. Hier ist ein Stein. Weiß nicht, ob ich da durch. Nee. Das ist nur auf Sanctuary. Sehr eigenartig. Und hier können wir natürlich auf Feuergebiet können wir natürlich auch die Steine sammeln. Ja. Also das geht überall. Alles, was auf Feuergebiet ist, kann man die Steine sammeln. Aber wir sind auch auf dem Gebiet immer so häufchenweise. Das ist eigentlich schade. Finde ich schade. Da ist Sanctuary doch wesentlich besser. Okay, aber es gibt ja die Mining Units und die sammeln nachher so viel. Also ich komme mit meinem Eltern-Account, das quellt alles über in den Behältern.
Aber ich lagere das lieber, weil irgendwann brauche ich es doch. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist das Landing. Wo ist mein Häuslein? Ach, ich bin ja noch gar nicht da. Ein Stückchen muss ich noch. Ein Stückchen noch. Da ist mein Häuschen. Übrigens, die Bäume kann man ja doch wegnehmen. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal gesagt. Ach nee. Die Bäume kann man wegnehmen, indem man planiert, aber wozu? Ist doch schön idyllisch. Ich finde es schön. So, dann werden wir ja mal den Reser auspacken. Und zwar den Reser, den wir da, wo wir die ganzen Bauteile abgeholt haben. Dazu Inventar. Wir müssen jetzt mal gucken. Also ich möchte den Reser. Da klicken wir jetzt einmal mit der rechten Maustaste ausrüsten und dann sehen wir hier schon eine Vorabansicht. Linke Maustaste, das braucht man natürlich nicht ändern. Ah, jetzt sehe ich auch hier steht 2F und der andere heißt glaube ich MK3. Einsetzen. Jo, ist im Prinzip das genau das gleiche. Ne? Nur eine andere Farbe. Ja, ich weiß gar nicht. Hat der auch Silber als Voxel? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber nicht. Aluminium, Eisen. Ich glaube, den kann man auch nicht selbst voxeln, selbst kräften. Aluminium, Kohlenstofffaser, Schwarz, Aluminium. Aha, okay. Und wie man sieht, wir haben noch ein bisschen was übrig. Wir haben sogar wieder ein bisschen Nitron dazu bekommen. Nitron bekommt man auch noch dazu. Und das kann man sich täglich da abholen. Eine Stahlsäule, hier ist noch ein bisschen. Das, die Bauteile sind übrig für den Speeder. Wir hätten auch den Speeder bauen können. Aber ich finde den nicht so schön. Und, ne, ich finde den Rätsel besser. Hier haben wir noch ein Schwebetriebwerk. Das werden wir dann, das haben wir ja schon gemacht. Den werde ich dann hier noch zusammenbauen. Das Schwebetriebwerk anbauen, zwei Flügel bauen, das Natriumausschuss, das brauchen wir ja im Moment nicht. Das sollte man am besten, ja, das Problem ist, wenn wir sterben, dann wäre das weg, das wäre alles weg, außer das hier. Und das würde auch bleiben, alles andere wäre weg, außer im Inventar, auch die Erze. Also Inventar immer leer machen, außer das. Das bleibt, dass wir immer ein Reser haben, wenn wir sterben sollten. So, dann werde ich den mal noch umbauen. Ich werde noch zwei Mining Guns kaufen. Da wisst ihr ja nun Bescheid, habe ich euch ja gezeigt, wie das funktioniert, wie ihr von einem Distrikt zum anderen kommt, wie ihr nach Alia kommt, wie ihr nach Sanctuary kommt. Was ihr draus macht, ist eure Sache. Ich habe euch mal gezeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken, was man machen kann. Also freut euch und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein Like oder wie das heißt, da ein Daumen nach oben dem Video gibt. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.